Laut diesen Plänen beherrschen die Tentakel bereits große Teile der Welt. Ich fass besser nichts an, solange mich dieser Nikolaus dort hinten beobachtet. Wie kann er bloß so frei schweben? Okay. Gehen wir jetzt mal hier hoch. Nicht doch nicht hoch, Sicherheitszone. Ich kann nicht, es ist hinter dem Glas. Ein Essensgutschein. Essen für zwei im Tentakelclub. Mist, nur für Tentakel. Geht nicht, das ist hinter Glas. Ah ja. Besser nicht. Geht nicht, das Glas stört. Tja, dann wohl nicht. Können wir hier noch weiter oder? Die mal anziehen. Okay, wir müssen an der Menschenshow irgendwie teilnehmen. Wie sollen wir das hinkriegen? Und Kostüme haben wir schon, dann können wir uns ins Publikum schleichen und zuschauen. Hier ist eine Luke. Nice Truhe. Geschlossen! Das Eis sieht ziemlich alt aus. Ah, ich habe eine Idee. So nicht. Vielleicht können wir einen Hamster drüben brauchen. Für irgendwas. Die Eistruhe muss doch hier auch schon gegeben haben. Die muss hier gerade geben. Set gegen uns. Ah ja, hier die Eistruhe. Vielleicht stopfen wir mal Hamster rein. Tut mir leid, dass ich dir das antun muss, aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Tja, ein gefrorener Hamster. So, jetzt gehen wir zurück in die Zukunft und tun uns mal den Hamster raus. Sieht aus, als ob da ein kleines Tier drin ist. Ein gefrorener Hamster. Ui, kalt. Vielleicht können wir noch irgendwas reinstecken für die Vergangenheit oder Zukunft. Ich glaube, das ist auch andersrum, das oder? Das macht keinen Sinn. Das wird hier nicht mehr vergangen. Das ist, nee. Das macht wirklich keinen Sinn. Tja. Können wir denen vielleicht irgendwie die Namensschilder abnehmen? Die beiden scheinen sich über etwas zu freuen. Wie steht's, Zerat? Ich habe keine Ahnung. Tja, dann viel Glück. Wer braucht Glück, wenn man schön ist? Tja. Aber wir kommen das Fenster trotzdem nicht durch. Ja. Hier kommen wir ja nicht durch. Keine Chance, das zu öffnen. Warum sollte ich da überhaupt durch?
Ja. Das geht doch nur auf dem Flur beim Showraum. Auf dem Flur beim Showraum? Wie kommen wir da hin? Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Oh, toll! Ja, ja, natürlich. Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Die Teilnehmer werden nach 3 Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakelkamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Oh, danke. Es war mir ein Vergnügen. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein Mensch. Tja. Boah, das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Wo kriegen wir jetzt nun einen Menschen her? Ich weiß da nicht. Ah, Leutnant. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Was beschäftigte Sie? Nun, ich hasse es, das zu sagen, Sir. Aber es gab da Ärger mit einem Menschen. Ärger? Was für eine Art Ärger? Nichts, mit dem ich nicht fertig werden würde. Aber ich habe da etwas an dem Menschen bemerkt, das ein Problem werden könnte. Erzähl schon. Nun, Sir, Sie scheinen ein bisschen größer als wir zu sein. Länger, stämmiger, massiver. Ich weiß, was du meinst. So. Ich will damit nichts Spezielles sagen, Sir. Ich fühle mich nur etwas unterlegen, klein, minderwertig. Bevor Sie weiter in die Tiefe gehen, lassen Sie mich erzählen, warum ich Sie hergerufen habe. Wissen Sie, ich habe etwas erfunden, das unsere Probleme mit diesen Beinläufern beenden wird. Ich habe den Miniaturisator erfunden. Den was? Es ist ein Verkleinerungsstrahl, Idiot. Aha, verstanden. Ich brauche noch ein paar Dinge, um ihn fertig zu machen. Komm her zu mir. Interessant. Hier nicht. Da kommen wir doch jetzt raus, oder? Kannst du dich frei bewegen. Als Tentakel. Ich guck nochmal hier in die Zimmer rein. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Irgendwo. Spannungssessel. Strafregister Kleptomane. Okay, mit dem Verlängerungskabel, mit der Verlängerungsschnur. Und da ist jetzt bestimmt irgendwie den Zeitmaschine anschließen, oder? Das wäre doch sehr leicht jetzt. Oh, Katze. Ich denke, sie kratzt sich den Rücken am Zaun. Na dann, kratz mal schön. Ich hab mal das Verlängerungskabel. Hier hin und werf die Verlängerungsschnur ins Fenster. Ich bin zu groß dafür. So ist doch auch nicht, meine Güte. Und mit Fenster. Jetzt können wir mal gucken, wo das Fenster hinführt. Jetzt kratzt sich den Rücken. Und du musst jetzt ein Kabel raushängen. Du musst jetzt nur eine Steckdose finden. Das wird hier wahrscheinlich auch schwierig. Es muss ja hier auf der Etage sein, also. Das Kabel. Das haben wir unten durchgeworfen. Das wird jetzt nicht im ersten Stock oder so sein. Tja, aber wo?
Oh, ich habe genug davon zu Hause. Tja. Durch welches Fenster haben wir das reingerufen? Muss irgendwo hier sein. So eher in die Richtung. Im ersten Stock bestimmt nicht. Ja. Vielleicht können wir erstmal Folgendes machen. Die Flasche mit Edelbein und Edelbein-Toilette. Eine Toilette hier. Und hier holen wir es wieder raus und haben wir jedes Zeug. Was wir dann machen können. Man weiß ja auch noch nicht. So, steht immer noch Essig dran, aber es müsste ja jetzt... Chateau de Chapeau, 1775. Chapeau. Ne, hier hin. Wer könnte denn jetzt einen guten Eich gebrauchen? Geschlossen. Den Edison, vielleicht kann der einen irgendwie ein Stück vertragen. Ah, exzellent! Das brauche ich für meine Superbatterie. Oh, okay. Was brauchst du noch so? Was gibt's diesmal? Was brauchst du noch für die Batterie? Öl, Essig und Gold. Etwas Gold tut Not. Lass es mich wissen, wenn Gold. Du etwas findest. Wo kriegen wir Gold her? Seife, Zaubertinte. Zu langweilig. Gold. Haben wir hier irgendwas mit Gold? Ah, hier müssen wir den Pokal gewinnen. Dann können wir den Pokal in die Vergangenheit und die Batterie. Verstehe. Hier noch irgendwie was erreichen. Im Namensschild. Vielleicht können wir erstmal bei dem Wettbewerb teilnehmen. Ich möchte es nicht verschwenden. Du musst den Tagekostüm ausziehen und das Namensschild tragen. Ich möchte es nicht verschwenden. Hey, Süße. Was bringt so ein heißes Tentakelbabe wie dich an einen Ort wie diesen? Nach einem Tier. Tut mir leid, Süße, du bist am falschen Ort. Diese drei Menschen sind Problemfälle. Untrainierbar, ungehorsam, ziemlich daneben. Er ist nur neidisch, weil wir zwei Daumen haben.
Irgendwann werdet ihr die Tentakel als eure Herren akzeptieren. Ha! Ihr Verlierer könnt ja nicht mal Dreirad fahren. Siehst du, warum sie niemand als Tiere haben will? Ja. Ich bin, hier, um dich zu sehen. Wirklich? Was machst du heute Abend? Wie wär's mit dem Tentakelclub? Oh, was sage ich da? Ich kann doch nicht den Müll rausbringen und ein klasse Babe wie dich alleine lassen. Erkennst du mich nicht? Nein, ich... Moment, bist du nicht die Bedienung aus dem Tentakelclub? Ich liebe diesen Club. Ich würde sofort dahin fahren, wenn ich Zeit hätte. Du bist zum Tentakelclub. Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Die Idee war, es war ein von den Menschen dort, ein von den... von denen eben. Ich möchte es nicht verschwenden. Okay, wie sonst können wir hier jetzt... Ja, vielleicht kommen wir in der Gegenwart. Kommen wir noch weiter. Hier waren wir lange nicht mehr drin. Aha, vielleicht. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber der hat doch die Zigaretten hier. Zigarren, vielleicht können wir seine Pistole. Der Typ sieht aus wie Benjamin Franklin. Hm? Ich sehe überhaupt nichts. Nichts für ungut. Ich hätte gerne noch eine Zigarette. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Nette Zigarren. Ich importiere sie aus den besten kubanischen Munitionsfabriken. Noch eine Zigarre? Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Tja. Wir haben eine Zigarre. Verzieh dich. Ich kann nicht. Uso macht mir Angst. Sehr schön. Ich habe mal 10, ne? Komm schon, ich tu dir nicht weh. Na komm, beruhig dich mal eine Sekunde. Komm den irgendwie... Da komme ich von hier nicht dran. Tja, dann halt nicht. Ich weiß nicht, was wir da unten sollen, aber... hier steht die Zeitmaschine. Wie können wir da Sachen... Ja, vielleicht können wir mal die Zigarre und das Feuerzeug in die Toilette schmeißen. Eins nach dem anderen. Aber wer könnte das brauchen? Vielleicht können wir in der Vergangenheit jemanden damit beeindrucken. Feuerzeug mit der Zigarette. Oder mit der Knarre einfach. Sie sehen aus der... Schau mal hier nach. So, Zigarettenanzünder. Es sieht fast echt aus. Es könnte in der Vergangenheit was bringen. Explodierende Zigarre.
Aber wenn wir die jemandem geben und dann auf ihn zielen mit der Anzündersache, bis es explodiert, dann gibt es ein großes. Das ist ein großes Wunder. Genau das, was er sagt. Tja. Nun, wir haben noch kein Gold, was wir für den hier brauchen. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, um mal eine kleine Pause zu machen. Eine kleine Screenpause. Und dann spielen wir danach weiter. Vielleicht finden wir dann irgendwann mal Gold. Was wahrscheinlich das ist, was wir gewinnen, irgendwie. Oder irgendwie aus dem Tresor klauen müssen dort. Aus der Vitrine. Ja. Ich komme dann der Gegenwart auch weiter. Ich weiß nicht. Oha. F1 schaltet doch die Retro-Sache ein. Auch interessant. Muss auch mal gerade angucken. F1 soll ich bei mir als Shortcut für zurück zum Stream. Interessant. Tja. Das ist die große Preisfrage. Was jetzt? Brauche noch ein bisschen Gold in der Vergangenheit. Wie tun wir das jetzt? Können wir das Sparbuch dort reinwerfen? Das wird wahrscheinlich nicht gelten. Können wir das Sparbuch einfrieren und in der Zukunft auftauchen, wenn wir zurückbringen und da ist dann viel Geld drauf? Oder wie soll das jetzt aussehen? Tja. Lieber mal ein Sparbuch einfrieren, das wird wahrscheinlich nicht klappen, aber. Den können wir auch mal durch. Die Zähne einfangen. Kommen wir die irgendwie. Es geht nicht. Hinlocken. Ist irgendwie in einem Gitter drinstecken bleiben oder so. Lass das Inventar im Weg. Verdammt. Doch gleich mal versuchen, das zum Gitter zu treiben. Bleib du hier. Zumindest mal ein Plan, das zum Gitter zu scheuchen. Was müssen wir tun, damit das passiert? Nein, saugt ab. Darüber schieben. Jetzt im Weg stellen, dass das hier nicht durchkommt.
Ich kann nicht. Uso macht mir Angst. Ha. 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 Ja. Die haben es ja prinzipiell schon da, wo es hin soll. Schlüpfriger kleiner Teufel! Sie geblieben. Verdammt. Im Gitter können sie gut stecken bleiben, dann können wir es nehmen. Während das im Gitter ist. Aber wie kriegen wir das dorthin? Verdammt. Das wird doch nichts. Das war nur so eine Idee, ich meine. Das wäre das Logischste. Sind wir durch die Schwingtür? Jetzt haben wir es springender hier kleiner Dussel! Springender kleiner Dussel! Springender kleiner Dussel! Als ob wir es hier in Enge getrieben haben und nicht mehr. Ach. Das wäre so gut. Schlüpfriger kleiner Teufel! Jetzt hier im Weg stehen. Bringt's auch nicht, weil das. Das. Das ist. Hier, na komm, husch. Hier hin. Nein, 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 stopp, 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 stopp. Das ist doch ein einziger Witz. So wird doch so nix. Können wir was im Weg stellen oder so? Besser nicht. Tja, die Zähne kriege ich nicht. Dunkel den Tag der Mann des Jahres. Den Tag besucht Weißes Haus. Oha. Das schlüpfrige Gebiss. Mal das einfrieren. Macht absolut keinen Sinn, aber. Oder die in Vergangenheit schicken. Oder in Zukunft schicken. Weiß nicht, was da mehr Sinn macht. Ja, wahrscheinlich brauchen wir es in der Gegenwart. In der Vergangenheit weiter. Mit der Zigarre. Ich meine, das Gebiss haben wir jetzt nicht mit. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir es auch hier nicht. Es wäre für mich keine Zigarre zu gebrauchen. Die will ich behalten für einen Scherz. Vielleicht. Mache er eine Zigarette. Entschuldigung. Ja? Mr. Präsident, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Na klar. Nun, wenn es so ist. Ja. Oh, sein Gebiss. Mist! Ich hasse so etwas. Sieh zu, dass du sie für mich finden kannst, okay?
Danke. Die Zähne. Oh, jetzt brauchen wir die Zähne, sehr toll.